Werkstatt. So, Waffenform. Zwang umbringen. Das heißt, unbedingt lernen, dieses Kackschild zu nutzen. In brenzlichen Situationen. Ist das die Quelle? Ist irgendwie hübsch. Nein, nicht hübsch. Ach Mann. And again. Aber das mit dem Schild war sehr gut. Man muss halt öfter seine komische Attacke da machen. Ist das die Quelle? Gott, ich hab Leertaste gedrückt. Irgendwie hübsch. Nein, nicht hübsch.
letzte Stück, ey. Ist das die Quelle? Ist irgendwie hübsch. Nein, nicht hübsch. Wo ist das dann? Wo ist das? Es fällt überall. Die verliere ich auf jeden Fall immer. 12 und 9, die behalte ich, glaube ich. Yeah.
Ist das die Quelle? Ist... Dieses Scheißgas ist es halt. Nein. Nicht hübsch. Hoch, 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 Junge. Ist das die Quelle? Warum setzen wir das Gas jetzt so auf? Irgendwie hübsch. Nein, nicht hübsch.
einfach mal oben über den Affentruppe zu schweben mit Schild. Ist das die Quelle? Ist irgendwie hübsch. Nein, nicht hübsch. Echt lange versucht. Ich bräuchte halt einfach mehr Schaden irgendwie. Ich kann da noch mal kurz gucken. Der Typ da ist. Das ist Energiequelle, ne? Ich halt besser die Augen offen. Bleiben hier, es gibt total verwehrt. Was haben wir denn noch? Finnischer Tango. Probieren wir das mal. Es ist ja nicht so, als hätten wir noch andere Probleme hier. Das ist voll aus.
Also, guck mal. Hä? Da. Einfall in geschäftsinitiativer Wachen. Mit Dreh. Schnellreise. Mission so. Von der Gesichter verwandelt im Synchronizitätslabor. Synchronizitätslabor. Da. Schade, dass es nicht gelb ist. Ich wette, da gibt es eine bessere Waffe für dieses Vieh irgendwie. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendwas könnte besser sein. Das kann so nicht. Mirror-Test, da steht's doch. Warum ist hier ein gewandeltes Objekt? Gott, was ist hier alles? Nachbesprechung für Spiegelausflug 7C. Testobjekt ist Agent Hardy. Hardy verbrachte etwa 3 Stunden im Spiegel, die bisher längste Zeit. Können Sie Ihre Erfahrung beschreiben, Agent Hardy? Mein Schlägen, Schnitzel, bis. Nichts auf Sie an. Nichts anderes, dann mach ich. Agent Hardy ist körperlich gesund, alle Tests kamen sauber zurück. Doch das Sprachproblem hält schon seit Stunden an. Beruhigen Sie sich, Agent. Es könnte psychosomatisch sein, aber die Tatsache, dass dies erst nach der Rückkehr aus dem Spiegel geschah, macht eine paranatürliche Erklärung wahrscheinlicher. Ich empfehle eine Reihe von Tests und eine Quarantäne der Stufe Orange. Nach rückwärts sprechen. Piep, piep, piep. Spiegel, das bestimmt zum Rätsel hinter. Dieser Vorschlag dient der endgültigen Bestimmung der genauen Natur des gespiegelten Raums innerhalb des gewandelten Objekts. Ist er transplanar, psychischen Ursprungs oder in unserer eigenen Dimension verwurzelt? Woher kennt das gewandelte Objekt den Raum in seiner Umgebung so genau, dass es ihn spiegeln kann? Warum spiegelt es einige Materialien, aber andere nicht? Ist der Raum eine andere Realität? Wenn ja, sollten wir bedenken, dass jemand die andere Seite besitzt, während wir ein physisches Ende des Spiegels besitzen. Zu welchem Zweck verwenden Sie ihn? Können Sie damit in unsere Welt gelangen? Was sind Ihre Motive? Als letzter Punkt, zu welchem Zweck erzeugt das gewandelte Objekt Spiegelungen der Personen, die ihn betreten? Können diese gespiegelten Wesen das gewandelte Objekt spiegeln? Wie bei allen gewandelten Objekten müssen wir versuchen festzustellen, ob dieses Verhalten... Ja, dieses Verhalten... G960, der Spiegel spiegelt seine Umgebung nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit. Die Umgebung, die in einem Glas gezeigt wird, weist leichte Unterschiede auf. Es ist nicht bekannt, warum der Spiegel das macht. Wenn es irgendwelche gibt, können wir das nicht erkennen. Die
gängige Theorie lautet, dass das Spiel ein Ziel verfolgt, dass er sich die Welt, die er spiegelt, als die reale Welt wünscht und unsere Realität unmerklich mit seiner eigenen ersetzt. Obwohl das weit hergeholt klingen mag, ist es hier trotzdem erwähnenswert, als Warnung den Spiegel nicht zu unterschätzen. Die speziell entwickelten Schwarzsteinpulte wurden installiert, um einen Zugriff zu verhindern, sowohl von unserer Seite als auch der des Spiegels. Als zusätzliche Sicherheit ist eine bestimmte Anordnung der Pulte notwendig, um die Tür zu öffnen. Das ist für die linke Seite. Ja. Sieht aus, als ob ein Spiegel da drin ist. Und welches ist zu? Das eine, ist das jetzt auf oder zu? Wo ist die gelbe Linie? Da ist die gelbe Linie. Die gelbe Linie ist... weit weg von dem Ding. Also das eine muss hoch. Auf dem Bild sehen die Jalousien anders aus. Ja, das Vorderste bleibt oben, zur anderen geht man den Umbau. Wozu sind diese Jalousien da? Was für eine seltsame Art, etwas einzuschließen. Moment, das klang nicht richtig. Ja, das ist nicht gut. Was? Ich kann Sie nicht verstehen. Sie müssen zuhören. Ich habe da drin was gesehen. Da ist was drin. Sie müssen den Spiegel sperren. Warum reden Sie so? Was ist los mit Ihnen? Ihr alle! Da ist etwas in dem verdammten Spiegel! Gesehen? Da ist jemand drin. Ruhig.
Das ist nicht gut. Sieh doch auf. Die viel mehr Leben als ich, ist nur gespiegelt. Bitch. Jetzt bin ich wieder raus.